Show. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöne herzlicher Dank. Dankeschön. Vielen schönen herzlicher Dank und herzlich willkommen bei Bellt sich, hält sich. Und heute unterhalte ich mich mit Dietmar Bartsch von den Linken. Dann ist zu Gast der Journalist und Politikberater Michael Spreng. Und ich habe eine Leihgabe der ARD erhalten, die Entertainerin und Sängerin Ina Müller. Meine Damen und Herren, ja. Dankeschön. Meine Damen und Herren, in Berlin wird gerade um die Große Koalition verhandelt und es ist noch längst nicht alles geklärt. Es gibt große Meinungsverschiedenheiten bei Maut und Homo-Ehe und Zeug. Aber in den ganz großen Fragen sind sich Schwarz-Rot total einig. Ja, zum Beispiel in der Frage oder in der Aussage, es gibt Geld für alles und alle, außer es gibt kein Geld. Und ich freue mich anzukündigen, in der nächsten Sendung kommen dann Edward Snowden und Papst Franziskus, außer sie kommen nicht. Ja? Also, nein, Koalitionsverhandlungen, ein Ankündigungsmarathon unter Finanzierungsvorbehalt, muss man jetzt noch nicht so ernst nehmen. Obwohl, es gibt ein paar interessante Gedanken, was Schwarz-Rot vorhat, zum Beispiel gleicher Lohn für Männer und Frauen. Wie Sie ja wissen, erhalten Männer in Deutschland im Durchschnitt bis zu 25% mehr Lohn. Eine Ungerechtigkeit, das wollen sie ändern, Schwarz-Rot. Sie wollen eine Angleichung und alle finden es super, alle sind dafür. Auch Arbeitgeberpräsident Hund reibt sich die Hände und denkt sich, dann zahlen wir den Männern 25% weniger, dann passt es wieder. Ja. Ansonsten noch eine interessante Sache, von der ich gelesen habe. Es könnte sein, dass in Zukunft die Vermieter den Makler bezahlen müssen und nicht mehr der Mieter, so wie das jetzt ist. Ja? Mit dem Argument, weil ja auch der Vermieter den Auftrag gibt, erscheint mir logisch. Also erscheint mir logisch. Ich meine, schauen Sie, wenn ich eine Frau suche und gebe eine Kontaktanzeige auf, lass ich dann nach der ersten Nacht die Frau das Inserat bezahlen? Ja? Eben. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn sie so recht ungeschickt war und ja, ich schweife ab. Also, wie gesagt, Makler in Zukunft wird vom Vermieter zu bezahlen sein, werden viele Vermieter sagen, dann suche ich mir den Mieter selber. Und jetzt jammert das Maklergesindel natürlich rum und sagt, es wird uns Provisionen kosten. Aber sie haben kein Mitleid zu erwarten. Makler, ein Beruf mit extrem schlechtem Image. Makler verhasst, verdammt, verachtet. Makler, die FDP unter den Berufen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch durchgesetzt werden. Was steht noch auf der Tagesordnung in den Koalitionsverhandlungen? Strengerer Datenschutz. Wollen Sie alle? Horst Seehofer legt größten Wert drauf. Alle wollen strengeren Datenschutz, außer die Kanzlerin. Ja? Den hat sie gerade verhindert auf EU-Ebene, den strengeren Datenschutz, im Verbund mit den Briten. Weil die EU-Justizkommissarin Viviane Reding wollte einen strengeren Datenschutz für Europa erreichen, ein Gesetz. Viele Staaten waren dafür und sie wollte das Gesetz haben, noch vor der nächsten Europawahl im Mai 2014. Wurde verhindert von Merkel und den Briten. Was steht jetzt im Protokoll? Was steht drin? Strengerer Datenschutz, ja, aber nicht nächstes Jahr, sondern bald. Und was bald heißt, wissen wir, ja. Und hier heißt es ganz wichtig und in Brüssel heißt es, naja, vielleicht mal irgendwann. Ja, sie ist wirklich eine Hütchenspielerin vor dem Herrn. Und ich persönlich verstehe sie ja, dass sie so denkt, weil ich meine, sie persönlich braucht keine strengeren Gesetze, weil ihr Handy wird ja nicht mehr abgehört. Nein, das ist jetzt ja vorbei. Wie Sommer. Ich habe gelesen, 11 Jahre lang haben die Amis sie heimlich belauscht. Ja, und mitgehört. Und seitdem haben viele Menschen Angst vor den Amis. Ich seitdem nicht mehr. Entschuldigen Sie, wer 11 Jahre braucht, um zu merken, dass die Frau eigentlich immer das Gleiche redet, ja, der ist nicht gefährlich, der ist blöd. Ja. Also. Meine Damen und Herren,
Wie Sie wissen, habe ich immer ein großes Herz für alles, was vom Aussterben bedroht ist oder auf irgendwelchen roten Listen steht, so wie mein erster Gast. Er kommt nämlich von der Opposition im Deutschen Bundestag, ist also extrem vom Aussterben bedroht. Er vertritt dort die Linke. Dort steht er allerdings meistens auf den schwarzen Listen. Begrüßen Sie bitte einen von den vielen, vielen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Deutschen Bundestag. Hier ist Dietmar Bartsch. Herr Bartsch, willkommen. Boah, Sie sind aber gleich hin. Wie groß sind Sie? Na, Sie so wie Gysi, wa? Ja, aber ein so langes Elend. 1,93. An guten Tagen 94. Schon lange nicht mehr so an. Wie ist es, wenn man so groß ist? Hat man es da leichter im Leben? Das kommt ganz drauf an. Manchmal ja, manchmal nein. Wann nein? Nein, naja, ich bin hier eben gerade durch Türen gekommen. Da ist das manchmal sehr ungünstig, wenn die 1,90 sind. Ich wäre auch gern so groß manchmal. Ja? Ich glaube, das ist schon, obwohl darf ich mal. So, die Proportionen stimmen ja auch nicht so ganz. Ja. Ja, nehmen Sie Platz, Herr Bartsch. Ich bin immer fasziniert, weil ich stelle mir das schön vor, so groß zu sein. Allerdings, wenn ich mir jetzt die Größe der Opposition und der Linken im Bundestag anschaue, dann frage ich mich schon, wer von uns beiden der Zwerg ist. Ne? So, ja. Jetzt gibt's erstmal Bowle. So. Das ist ja cool. Heute ist eigentlich nur die Farbe eklig. Ja. So. Ich dachte ja, es gibt rote. Ne? Aber na, gelb ist so ein bisschen. Gelb. Ich finde das nett, eine gelbe Bohle. Ja, ne? Ja, so blau-gelb. Herzlich willkommen, linke ja, Socke. Ja. So, na, sind Sie ja gar nicht. Hervorragend, gell? Wow. Schmeckt wie bei euch früher, oder? Wir hatten ja nicht Ananas, das hatten wir ja weniger. Ananas, stimmt. Hatten wir ja nicht. Wir hatten ja nichts. Sie hatten nichts. Außer Hunger. Außer Hunger und der Mauer, ja. Aber ja, jetzt kommen wir mal in die Realität, weil das Mauerzeug. Ja, Oppositionsrolle, das ist schon recht lausig, gell? 20% der Sitze hat die Opposition nur. Ja, und das heißt, also sie haben alle möglichen Rechte gar nicht, Untersuchungsausschüsse einzuberufen. Und die Redezeiten, Ausschussbesetzung hängt alles davon ab. Also 20% mit den Grünen zusammen. Was wollen Sie? Da gehen Sie noch hin? Ja, wenn wir nicht hingehen würden, wären es ja nicht mal 20%. Ja. Und es hängt ja nicht nur von der Zahl ab, sondern auch ein bisschen von der Qualität. Ja. Ich bedauere das, dass die Opposition so klein ist. Ich hätte mir eher eine größere Opposition in Form der CDU gewünscht. Ja. Ja. Und CSU. Also ja. Die wären dann schön groß. Und dann hätte auch die FDP drin bleiben dürfen, oder? Nee, das nee. Muss nicht sein. Das ist nicht meine Aufgabe. Also. Die vermissen Sie noch nicht? Nee, noch nicht. Na, ja. Die regieren ja noch. Das ist ja das Furchtbare. Ja, ja. Also, die sind da alle im Amt. Wahrscheinlich werden die diese Koalitionsverhandlungen auf 4 Jahre rauszögern. Ja. Also, es kann sein. Also, ich meine, das ist ein Trick von Merkel. Das Ganze. Wahrscheinlich. Das sie, ist, also, sie regiert weiter mit den genau. Alten. Ne? Ich bin gestern fast zum Stuhl gefallen, wie ich einen Rösler wieder gesehen habe. Ja, ja, ja. Ja, was können Sie jetzt? Montag Sondersitzung und da sitzt dann die Regierung und da sitzen alle FDP-Minister. Ja. Und die Staatssekretäre und so weiter. Die lassen sich sehr viel Zeit. Ja, mit Absicht. Ja. Ja, mit Vorsatz. Ja, die müssen ja auch, die suchen ja alle nach einer Anschlussverbindung jetzt. Ne? Aber sagen Sie mal im Ernst, was können Sie jetzt machen? Der Gysi hat im Interview mit der Wochenzeitung Freitag hat er gesagt, er findet es sogar gut, weil die Opposition wird viel mehr Aufmerksamkeit erhalten. Und Sie müssten sich, die Linke müsste sich nur disziplinieren im Bundestag, auch bei der Anwesenheit. Das stimmt. Also wir waren da nicht nur vorbildlich in der letzten Legislatur. Das werden wir aber jetzt sicherlich verbessern. Aber ich sage noch mal, das hängt nicht nur von der Quantität ab, sondern auch sehr von der Qualität. Und da werden wir die Oppositionsführerschaft als Linke annehmen. Die Grünen werden auch da mit uns im Wettstreit sein. Ja, ja, aber was machen Sie jetzt mal? Nicht Sprüch, sondern konkret. Was? Naja, Entschuldigung, ich muss ja erst mal wissen, was macht denn, ja. was macht denn die Regierung? Was für ein Koalitionsvertrag? Sie reden wie ein Sozialdemokrat. Und das ist das Schlimmste, was über Menschen sagen kann. Das stimmt, das ist auch ziemlich gemein. Na, was können Sie konkret machen? Sie, Sie wollen doch vom Lammert mehr Rechte. Mehr Rechte haben, dass Sie zum Beispiel auch mal eine Normenkontrollklage
beim Bundesverfassungsgericht zum Beispiel. Die Normkontrollklage ist ja was sehr, sehr Wichtiges. Viele sagen ja, dass das, wenn die Regierung Gesetze macht, dass wir das überprüfen können beim Verfassungsgericht. Da braucht man 25% der Abgeordneten. Das hat die Opposition nicht. Und deswegen wollen wir eine Veränderung, entweder eine Ergänzung des Grundgesetzes oder andere Veränderungen, dass das möglich ist. Ja. Ich finde, dieses originäre Recht der Opposition muss gewahrt werden. Aber genauso wie wollen Sie das Grundgesetz ändern? Da brauchen Sie doch, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit. 20% das sind doch wenig. Ne? Richtig, das ist richtig. Ist nicht ganz zwei Drittel. Wer soll da jetzt mit zustimmen? Ich meine, die SPD also ist vielleicht blöd, aber doch nicht so blöd, dass sie jetzt... Das Schlimme ist ja, dass es selbst mit der, doch mit der SPD würde es auch nicht reichen für zwei Drittel. Ja. Das ist ja die Notwendigkeit für eine Grundgesetzänderung. Nein, aber zumindest gibt es bisher Ankündigungen der Großen Koalition, dass sie die Rechte der Opposition stärken wollen. Weil es ist ja nun mal ein Element der Demokratie, dass diese Rechte uns gewährt werden bei Redezeiten, bei Untersuchungsausschüssen. Ja. Bei den Ausschussvorsitzenden und so weiter. Werden wir mal schauen. Bisher haben sie nicht so gehandelt, das muss man sagen. Bisher haben sich erst mal zwei Vizepräsidenten dazu versorgt. Die SPD einen, die CDU einen. Das war jetzt nicht so die große Nummer. Aber wir schauen mal. Wir warten da. Und ansonsten, eins gibt es ja immer noch. Ja. Wir können ja auch schauen, wie wir diese Dinge dann vielleicht doch in Karlsruhe durchsetzen können. Kommt es vielleicht mehr auf uns an? Also es gab ja schon mal eine große Koalition und die hatten 66 bis 69, glaube ich, und die hatten 88% der Sitze und in der Zeit ist dann die Abo entstanden. Blödes Wort bei uns in Franken, Abo. Und glauben Sie, dass es jetzt der Druck wieder mehr von der Straße kommen muss, weil ja gerade die Linke ist ja meistens mit Streit beschäftigt und hat oft keine Zeit für Politik? Na, erstmal ist das ja Vergangenheit. Das ja. Ist, aktuell ist das, ach, das ganz, freut mich ganz aber. Anders. Also wirklich, wir sind wirklich da. Harmonie. Ja, ja, ja. Harmonie, nicht nur, also Harmonie bei uns, ja. Um angriffslustiger. Dann bei den grüßen Sie mal die Sarah. Ja. Mach ich gerne. Ja. Mach ich gerne. Mache ich gerne. Oder also, Laffo. Fahren Sie schon in Urlaub zusammen? Nee, so weit ist es nicht. Okay. Er ist ja auch im Landtag im Saarland. Das ist ja auch ein bisschen weit weg von Berlin. Ja. Nein, aber das ist für uns, klar, ist eine Herausforderung und die wollen wir angehen. Und, schauen Sie. Und wenn Sie zum Beispiel, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, wirklich auch das in die eigene Hand nehmen, das macht es für uns leichter. Ich finde, wir müssen uns mal angucken, was wird denn da nur verhandelt. Im Moment weiß man noch nichts. Ja. Da wird viel allgemeines Zeug geredet, alle zentralen Sachen werden ausgeklammert. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die Politik weitergeht und die Menschen, den Menschen diese Koalition ziemlich teuer zu stehen kommt. Denn bisher, es gibt zwar einen Finanzierungsvorbehalt, aber bisher wird nur Geld ausgegeben. Und dann kommt Euro dazu, dann kommt die Energiewende dazu, vieles andere mehr. Mhm. Also ich habe eine ganz, ganz große Skepsis und ahne, dass der Koalitionsvertrag nicht so ist, wie viele Menschen das vielleicht hoffen. Aha. Und Sie glauben, Sie kriegen jetzt bei der Linken die Geschlossenheit mal hin, weil es war in der Vorbereitung auf Sie, es war so mühsam und es war so langweilig, weil ich immer nur über diesen ganzen Streitschmarrn gelesen habe und Flüchelkämpfe und Zeug und Spinner und Leute und Kinder. Ja? Und dann ist jetzt die Wahl vorbei und dann machen die Grünen ein großes Ding. Der Ströbele fährt zum Snowden. Und was höre ich von den Linken? Dass irgendein Landesvorsitzender sich vorstellen könnte, den St. Martinstag abzuschaffen und ein Sonne-, Mond- und Sternefest umzuwählen. Und da wollte ich Sie mal fragen, ob Sie es für möglich halten, dass der Sozialismus vielleicht nicht an seiner Grundidee scheitern wird, sondern an seinem Personal. Da so viel Beifall gibt, da merkt man, dass wir doch in Bayern sind. Ja. Also, nein, nein. Also der Sozialismus ist natürlich der Vergangene, ist sehr wohl auch an seinem Personal gescheitert. Es ist aber, glaube ich, ein bisschen normal, dass wir nach der großen Niederlage auch in der Sache streiten. Unser Problem war ja bis vor einiger Zeit, dass wir auch vor allen Dingen über Personen gestritten haben. Und das ist nicht gut. Wenn wir in der Sache streiten und dadurch auch Spaß sind. Das wäre was anderes. Das fände ich ja gut. Finde ich durchaus in der Sache, aber es ging ja bei Ihnen sehr immer um Böstle und Zeug aber und Hass. Sie sagen ja völlig zu Recht, es ging. Das ist ja Vergangenheit. Ja. In der Gegenwart ist das anders. Wir haben eine wunderbare Klausur gehabt. Wir agieren jetzt gemeinsam. Also seien Sie mal da hoffnungsvoll. Und unterstützen Sie uns dabei, so auch die Menschen, dann können wir die Regierung auch ein bisschen unter Druck setzen. Weil das ist notwendig, ich meine das ganz wäre ernst. Auch eine Voraussetzung, die SPD hat heute mitgeteilt, während der laufenden Koalitionsverhandlungen mit der Union, dass sie jetzt einen Antrag einbringt, dass eine Koalition mit der Linken nicht mehr ausgeschlossen wird. Also das finde ich ja auch schon wieder enorm, dass Sie während Sie mit den Schwarzen verhandeln, sagen Sie beim nächsten Mal, dann sollte es möglich sein. Der Stechner, ich zitiere gleich. Der Stechner von der SPD war mal da und hat gesagt, Rot-Rot-Grün ist das letzte Mal, dass es ausgeschlossen ist. Ist das die Zukunft? Ich meine, die SPD schwänzt ja richtig um sie herum. Ne? Also das hat vor 4 Jahren der Gabriel, der ist glaube ich heute Vorsitzender, auch schon gesagt. Das ist das letzte Mal. Aha. Und ich finde, das ist wirklich ein bisschen eine Volksverarsche.
Also in eine große Koalition zu gehen und sagen, ist das letzte Mal. Dann sollen Sie es doch jetzt machen. Es gibt doch eine Mehrheit jenseits der Union. Ja, aber Sie haben es gibt doch gemeinsame Projekte. Sie haben es vor der Wahl ausgeschlossen. Dann hätten Sie auch Schläge kriegen, wenn Sie jetzt sagen, jetzt doch. Ne? Ja, Entschuldigung, aber warum haben Sie es denn ausgeschlossen? Da muss doch die SPD sich befragen. Das ist nicht unser Part. Wollen die eine Bürgerversicherung? Wollen die wirklich zügig einen Mindestlohn? Wollen die diese Außenpolitik nicht vor? Es gibt doch viele Punkte, wo man wirklich gemeinsam etwas machen kann. Dieser ganze Weg in prekäre Beschäftigung und so weiter muss aufgehalten werden und verändert werden. Wenn es käme, sind Sie der Mann der Zukunft, weil Sie können ja mit der SPD gut und die SPD versucht Sie auch immer anzuwerben, aktiv und passiv. Wenn die SPD einen haben will, empfinden Sie das eigentlich als Kompliment oder als Beleidigung? Nach dem, was Sie gesagt haben, ist es ja eher eine Beleidigung. Also, wissen Sie, das kenne ich aber seit 1990. Seit 1990 wird hin und wieder gesagt, also wer ein guter Mann ist doch schön, wenn andere Parteien finden, dass man ein guter Mann ist, aber Sie können in einem sicher sein, ich war und bin und bleibe Sozialist und deswegen bin ich auch in der Linken gut aufgehoben. Das ist schon in Ordnung. Aber also eine Koalition mit der SPD wird gehen, also mit den Sozialdemokraten. Ja, wissen Sie, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist hier ganz weit weg von der Gegend. Da hat man's schwer, ne? Nein, da hätte die SPD das doch machen können. Das ist das Kanzlerinnenland. Da wird Angela Merkel immer gewählt. Mhm. Und wir sind fast gleich stark wie die CDU. Sie hätten sich entscheiden können. Das ist immer nur leeres Gequatsche. Wenn, dann werden wir das doch im nächsten Jahr sehen. Da sind Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen. Und auch in Brandenburg. Und da kann die SPD das beweisen und sagen, jawohl, wir machen eine Koalition jenseits der Union. Und wir wählen, wenn die Linke stärker ist als die SPD, das ist nämlich in den neuen Ländern eher Standard, wählen wir auch einen Ministerpräsidenten von denen. Das wäre der Glaubwürdigkeitstest. Dann könnte man auch sagen, ja, es gibt eine Option der Ablösung. Ja. Aber im Moment will ich nicht über Konstellationen reden. Die SPD hat sich klar entschieden. Ende im Gelände. Und es kommt zur großen Koalition, oder? Ich bedauere, dass es wahrscheinlich so kommen wird, aber es gibt ja noch einen Mitgliederentscheid und die sind souverän. Ich habe nur, also mein Inneres, mein Betrachten der Koalitionsverhandlungen, das sagt mir, das wird am Ende so sein. Mhm. Und im Moment werden sie auch medial eher freundlich begleitet. Die Ergebnisse, wie gesagt, ich weiß nicht, wird dann nur das Betreuungsgeld abgeschafft, wie die SPD gesagt hat, oder nicht? Wird es dann, werden die starken Schultern mehr tragen? Also Vermögenssteuer und ähnliches, Spitzensteuersatz, was Sie gesagt haben. Mich würde es mal interessieren, was denn von den Wahlversprechen der SPD übrig bleibt. Ich hoffe mal, dass mindestens ein Drittel von dem umgesetzt wird. Wäre schon nicht schlecht. Ja, muss man abwarten. Wir warten ab, weil diese Aufregung jetzt hat ja keinen Sinn. Ja, wenn es so kommt, wie Sie sagen, in 4 Jahren, dann regiert ja die AfD, dann hoffen wir mal nicht. Ich weiß nicht, weil wir haben ja eine im Bundestag jetzt vielleicht eine rot-rot-grüne Mehrheit, aber strukturell, wenn man mal FDP und AfD dazu nimmt, gibt es eigentlich keine links-grüne Mehrheit mehr im Volk im Moment. Das stimmt. Ja, und es war schon lange nicht mehr so und insofern ändert sich da vielleicht gerade was. Aber ich frage Sie jetzt noch mal was als Ossi, weil Sie haben ja ganz typische DDR-Biografie. Ne? Ja. Und ich war ja nur einmal damals in der DDR und dann danach dann auch noch ein paar Mal. Können Sie mir mal erklären, warum, weißt du, dieser NSA-Geschichte, wir haben jetzt einen ostdeutschen Präsidenten und eine ostdeutsche Kanzlerin und die haben beide einen schlimmen Überwachungsstaat erlebt, warum die da so extrem nix sagen und also gerade die, ich meine, die wissen das doch besser als ich und der Gauck eiert darum, dass einem schlecht wird und Merkel sagt gar nichts. Können Sie mir das psychologisch erklären, weil sachlich finde ich keine Gründe mehr. Nee, ich kann es auch psychologisch nicht erklären, weil das ist wirklich absurd, dass bisher die Bundesregierung in dieser Angelegenheit sagt, das geht so aber nicht. Das hätten wir beide auch sagen können. Da muss doch mal ein bisschen mehr passieren. Da müssen wir mal fragen, wie ist das mit dem Freihandelsabkommen? Wollen wir da weiterreden oder nicht? Da muss man mal auch wirklich dann das, was man hat, auch deutlich machen. Aber also, und psychologisch kann ich es mir ehrlich gesagt... Falsches von jemand mit einer DDR-Biografie, dass ich denke, dass er da sollte doch besonders empfindlich sein und mal irgendwie die mal auf die Klötz hauen? Finde ich auch. Ja. Verstehe es auch gut. Nicht. Nächste Frage. Werden Sie immer noch beobachtet vom Verfassungsschutz? Können Sie sich vorstellen, er wird beobachtet oder wurde beobachtet vom Verfassungsschutz als Staatsfeind? Also, also ich bin seit 1990 durchgängig. Ich kam in vielen Verfassungsschutzberichten auch vor, mit ganz schlimmen Sachen. Also hat Kontakte zu den Kommunisten in China und in Kuba. Also ganz schlimm. Also Merkel fährt da zwar auch immer hin, aber das ist nicht ganz so schlimm. Und ich finde im Übrigen jetzt aber diese Sache auch ganz ernsthaft, dass der Verfassungsschutz dafür Geld ausgibt, gewählte Abgeordnete zu überwachen und auf der anderen Seite so eine Sachen zu passieren wie NSU, das ist ein Skandal sondergleichen. Ja. Die sollen sich auf das konzentrieren, was notwendig ist und nicht frei gewählte Abgeordnete. Denn wir
Ich hatte das immer so verstanden, dass es in der Demokratie ist, dass wir die Geheimdienste überwachen, sie ausstatten mit Geld und dann auch schauen, wie sie arbeiten und nicht umgekehrt. Ja, das ist ein Missverständnis. Die Bundesregierung überwacht, oder? Das Parlament. Nein, das Parlament. Das Parlament. Das Parlament. Natürlich, das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Ich meine, wir sind frei gewählte Abgeordnete. Aber das ist ja noch schlimmer bei einer großen Koalition und 20%. Da müssen Sie ja doppelt aufpassen. Aber der Verfassungsschutz sagt, Sie würden gar nicht mehr überwacht. Also beobachtet heißt Auswertung offener Quellen. Es läuft Ihnen ja keiner hinterher, oder? Oder haben Sie einen dabei? Ich gucke ja schon in den Saal. Also, ich meine, Sie haben ja nicht jeden angehört. Also, aber freiwillig melden Sie sich einmal. Die müssen mit dem weißen und dem schwarzen Daumen. Bei ihr wäre es schön, mal den, ne? Wollen wir den... Ja. Kann man die sich aussuchen, wer überwacht? Also, wir sind hier keinem... Aber das wäre doch mal ein Test, wer hier... Also aber andererseits fühlt man sich, wenn man weiß, man wird vom Verfassungsschutz ist im Visier, fühlt man sich da auch ein wenig ernst genommen? Naja, gut. Ich meine, das ist manchmal, wenn ich das mal lustig sage, es gibt natürlich auch welche, die nicht überwacht werden, die waren dann fast ein bisschen traurig. Nein, nein, darüber, da macht man keine Späße mit, weil... Doch, ich schon. Es hat ja, eine negative Wirkung. Schauen Sie mal in den alten Ländern, so in Bayern, um mal ein ganz freies Land zu nehmen. Da würden wir, naja, da ist das so, dass man sogar angeben muss, ob man in der Linken ist, wenn man in den öffentlichen Dienst will. Ja. Da muss man sogar angeben, ob man bei den Kleintierzüchtern in der DDR war. Also völlig irre. Das gehört abgeschafft und das schreckt natürlich Leute ab, sich bei uns zu engagieren. Deswegen ist das eben leider, ich meine, Sie dürfen Witze machen, ich nicht. Ist schon ein schlimmes Ding. Ja. Und wir haben ja, mein lieber guter Kollege Bodo Ramelow hat ja geklagt, hat vom Bundesverfassungsgericht gewonnen. Nach 30 Jahren. Und jetzt nach, naja, 35. Doch, das stimmt sogar bei dem. Der ist ja schon, der ist ja aus den alten Ländern. Ja, Mist. Entschuldigung. Ich auch nicht. Also. Herr Bartsch, jetzt sind wir am Ende. Ich möchte Sie bitten, noch mal Grüße auszurichten, weil Sie sind mit Dirk Niebel befreundet. Und da muss ich sagen, ne, also sind Sie einsam oder beziehungsweise, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sagen Sie mal was Nettes über Dirk Niebel, ich gebe Ihnen 30 Sekunden oder ist das zu viel? Wir waren zusammen Generalsekretäre und haben uns dort immer heftigst gestritten. Ja. Und sowas führt hin und wieder auch zusammen. Und dann Männerfreundschaft, Sauna, Weiber oder was? Beides nicht. Beides nicht. Beides nicht. Beides nicht. Der war auch bei den Fallschirmjägern. Und wir haben große Gegensätze gehabt. Sie bei der NVA, er bei der beim Baras. Richtig. Ach, und da haben Sie sich praktisch gegenseitig nachträglich abgeschossen. Ja, wir haben. Dann fachsimmelt man als alte Kameraden sozusagen. Naja, so ist es nicht. Ja, aber wenn man so eine ähnlich. Große Gegnerschaft hat im politischen Bereich, kann das auch trotzdem sein. Soll es auch so man sein. Sich, genau. Man muss redet mit den Leuten, der Bauer redet ja mit seinen Kühen. Richtig. Ja. Ich habe das mit Liebe schön, gemacht. Schön, dass Sie da waren. Alles klar. Viel zu kurz. Dankeschön. Natürlich auch. Dankeschön. So, Sie können da lang wo Sie wollen. So. Meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt wieder zu der Abteilung. Ich frage Sie um Ihre Meinung. Ja, heute ist herausgekommen bei den Koalitionsverhandlungen, Sie wollen alle viel mehr Volksabstimmungen haben. Und also Oppermann und Friedrich, bei mir gibt es schon lange. Ich habe wieder einige Fragen, wo ich nicht weiter weiß. Und einfach Sie bitte, sagen Sie mir bitte Ihre Meinung. Der Internationale Währungsfonds IWF hat in seinem neuesten Staatsschuldenbericht vorgeschlagen oder es für, ja, mal als Idee behandelt, dass zur Bewältigung der Schuldenkrise jeder Bürger 10% seines Sparguthabens abgeben muss, also eine 10%ige Zwangsenteignung. Wenn Sie 5.000 haben auf der Bank, 500 weg, damit es dem Staat besser geht. Ja, was halten Sie davon? Ja, für eine gute Sache, 10% abgeben, gefällt mir oder gefällt mir nicht? Oh, das fällt durch weitgehend. Aber hier ist jemand, der es gut findet. Ja, hier ist jemand, der es gut findet. Jetzt finde ich, dann frage ich Sie ganz kurz, können Sie es begründen? Es darf doch jeder was für die Gemeinheit tun, oder? Ja. Jeder was für die Gemeinheit tun, sagt er, ja. Gemeinschaft, ne? Sie meinten Gemeinschaft, ja, ja. Aber das war ein sehr schöner freudscher Versprecher. Da haben Sie den besten Satz des Abends. Nein, ich finde es eigentlich auch. Und wenn Sie von Enteignung sprechen, machen Sie nichts vor, was jetzt stattfindet. Ja, diese Geldschwemme, EZB senkt die Zinsen, senkt die Zinsen, umgekehrt. Er heißt ja, dass die Inflation die Zinsen in jedem Fall auffrisst. Ja, also praktisch, es findet bereits eine Enteignung statt. Und wer spart, ist der Depp und belohnt wird, wer Schulden macht und mehr ausgibt, als er eigentlich kann. Ja, wie erklärt man das jetzt der berühmten schwäbischen Hausfrau? Die spart nicht mehr die Kohle. Jetzt. Ja,
Nächste Frage. Die katholische und die evangelische Kirche erhalten jedes Jahr fast eine 500 Millionen Euro an Steuergeldern als Entschädigung, weil die Kirchen vor 200 Jahren enteignet worden sind. FDP-Mann Kubicki hat jetzt gefordert, diese Entschädigungszahlungen nach 200 Jahren einzustellen. Was sagen Sie dazu? Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Oh, mit Applaus. Ja, absolute Zustimmung. Absolute Zustimmung. Aber das werden sich die Kirchen nicht gefallen lassen. Nein, nein, nein. Wie sage ich immer, niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter will. Und Mutter braucht Geld, weil sie ist ja getrennt lebend. Nächste Frage. Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, die Bahn muss ihre Fahrgäste bei Verspätungen auch dann entschädigen, wenn sie gar nicht schuld ist, zum Beispiel wegen Unwetter, höherer Gewalt. Ja, also Entschädigungszahlungen für die Fahrgäste, auch wenn die Bahn unschuldig ist wegen schlechtem Wetter, gefällt mir oder gefällt mir nicht? Aha, gespaltene Meinung. Ja? Ja, Sie finden es gut, da finden es einige nicht gut. Ich sage Ihnen ehrlich, ich bin eigentlich auch dagegen. Weil, entschuldigen Sie, es gibt doch noch mal irgendwann so etwas wie ein allgemeines, nicht entschädigungsfähiges Lebensrisiko, oder? Also, wer entschädigt Sie denn, wenn Sie im Stau stehen? Wer entschädigt Sie, wenn Sie 90 Jahre alt werden müssen? Wer entschädigt Sie, wenn Sie Winfried heißen? Nein, ich... bin ich dagegen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Gast. Er ist ein Vollblutjournalist, ist ein blödes Wort, aber da passt es mal wirklich, und Politikberater. Und ich kenne niemanden, der so präzise und auf den Punkt formulieren kann wie er. Er ist in sehr vielen Talkshows deswegen unterwegs und normalerweise lade ich solche Leute nicht so gerne ein. Aber bei ihm mache ich sehr gerne eine Ausnahme. Wir begrüßen Michael Spreng. Herr Spreng, guten Abend. Sie sind auch so groß. Wie groß sind Sie denn? Ich war 1,98, ich vermute jetzt noch 1,96. Aber immer schon, aber ich steige mich von Gast zu Gast. Ja, ja, aber kommt ja noch. Das ist ja enorm. Ja. Ich habe Sie heute, das ist aber Zufall. Herr Spreng, oh, Vorsicht, gell? Ja. Ich bin Sitzriese. Sitzriese, das auch noch, genau. Wenn Sie sitzen. So, dann erstmal Bohle. Ja. Oh Gott. So, nix, oh Gott. Ne, das ist hervorragend, da der Batsch, dem hat es auch geschmeckt. Sehr zum Können Wohl. Sie mir nicht lieber den Pinot Grigio unter 5 Euro geben? Oh. Das ist lecker, ne? Ich habe ja den Verdacht, es gibt hier verschiedene Sorten Bohle. Sonst würde hier keiner freiwillig diese Bohle trinken. Nein, die haben eine andere Bohle. Das Gesindel trinkt gut. Herr Spreng. Sie sind ja Politikberater. Wenn jetzt ein Politiker zu Ihnen käme und Sie um Rat fragt, weil ich ihn eingeladen habe, täten Sie dem zu oder abraten? Hängt vom Typ ab, muss ich sagen. Also wenn er einigermaßen Humor hat, ja, ja. Wenn er Selbstironie hat, wenn er einigermaßen reden kann, ja, dann würde ich sagen, kannst dich trauen. Aha. In Namen, wem würden Sie abraten? Oi, oi, oi. Dobrindt. Der war schon da, zu spät. Der war schon da. Wer hat es gesehen damals, als der Alexander da war? Ja. Ja. Und wem würden Sie unbedingt zuraten? Ja, Steinbrück. Ich meine, der hat ja kein Forum mehr, wo er seine guten Sprüche ablassen kann. Die könnte er dann bei Ihnen. Ja, den Steinbrück habe ich also 1000 Mal probiert. Ja. Und dann hieß es mal irgendwann ja, und dann hat sein Sprecher gewechselt und ab dann hieß es wieder nee. Es war, ich glaube, das liegt da dran. Es war rechtes Elend. Ich glaub, ja, weiß es nicht. Jetzt wen beraten Sie so? Also wer kommt da so zu Ihnen? Im Augenblick berate ich keine Person, also keinen Politiker. Also ich habe immer wieder Aufträge, also wenn irgendein Ministerium oder eine Partei oder so eine neue Kommunikationsstrategie machen will oder sich kommunikativ verbessern will. Aber ich berate niemand persönlich. Ich möchte es eigentlich auch nicht mehr machen, weil mir inzwischen der Preis der Selbstverleugnung zu groß ist. Also nach Stoiber. Stoiber, Rüttgers. Rüttgers, genau. Und dann noch 2, 3, die öffentlich nicht bekannt geworden sind. Und da haben Sie ja die andere Seite der Macht mal kennengelernt. Ja, war ein großes Abenteuer. Ja, Sie haben denen in die Seele geblickt. Wie sind die so drauf? Eine Seele weniger. Also ich bin ja kein Psychologe, aber ich habe sie besser kennengelernt. Aber ich kannte sie ja vorher schon als Journalist. Ich war ja lange Chefredakteur, ich war lange Korrespondent in Bonn. Also die meisten kannte ich, ja. Ja gut, ich habe halt festgestellt, es sind genauso
lebensmutige oder lebensängstliche Menschen wie wir alle auch. Ich habe in Ihrem Blog, den ich übrigens sehr empfehlen möchte, www.sprengsatz.de, weil auch wenn ich oft nicht Ihrer oder manchmal nicht Ihrer Meinung bin, finde ich es immer bedenkenswert und sehr schön geschrieben. Und da gibt es so eine Rubrik Anekdoten. Ja. Und da habe ich da schreiben Sie Anekdoten und erzählen dann von einem bekannten Politiker, der in der Paris-Bar seine Hand in das Höschen einer Fraktionsmitarbeiterin steckte, ein Generalsekretär mit Sexattacken im Karneval, einer hat immer der Journalistin die Zimmernummer zugerufen, ein bekannter Politiker. Und als er dann aufs Zimmer kam, saß ein Journalist drin, weil der dachte, er war gemeint. Ja. Also, genau so war es. Da wird es also sehr menschlich, um nicht zu sagen, fast ein wenig primitiv. Nein, das ist eine absolute Ausnahme. Das war im Zusammenhang mit dem Fall Rainer Brüderle. Da habe ich gedacht, da darf ich mich dem Thema auch mal nähern. Aber verliert man da die Hochachtung oder hatten Sie die nie? Oder wie ist das? Ich bin ja der Ansicht, dass wir eine wirkliche repräsentative Demokratie haben. Das heißt, im Bundestag gibt es einen echten Querschnitt der Bevölkerung, einschließlich der krummen Hunde, der, wie soll man sagen, sexuell auffälligen und so weiter. Die sind alle auch im Bundestag. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Also sind Sie mit der Auswahl zufrieden? Was heißt zufrieden? Das ist das Prinzip unserer Demokratie. Ja. Aber da sagen Sie jetzt nicht, da sollten andere Leute sitzen, sondern es bildet das Volk ab. Es bildet das Volk in seiner Niedertracht. Mit allen Stärken mit allen und Schwächen. Stärken und Schwächen. Wenn ich Ihnen jetzt 10 Millionen Euro versprechen würde und Sie dürfen sich einen hoffnungslosen Beratungsfall aussuchen. Ja, und zwar entweder Innenminister Friedrich oder den Limburger Bischof oder Rösler. Also den Limburger Bischof würde ich nicht nehmen, weil ich seinem Verein schon seit längerer Zeit fernstehe. Rösler, muss ich sagen, wäre in Ordnung, weil ich den Rösler für einen sympathischen Mann halte. Also ich habe ihn schon vor 15, 20 Jahren, als er noch Fraktionsvorsitzender war, kennengelernt. Ich glaube, dass der auch einen guten Humor hat. Und da muss ich sagen, habe ich gesagt, das wird mal einer. Solange aber leider war er dann ein Beispiel für das Peter-Prinzip, nachdem ja jeder bis zur Stufe der Inkompetenz aufsteigen kann. Er hat es Friedrich weit geschafft, oder? Ja, also Friedrich ist ja mein Spezialfreund, wenn Sie meinen Blog lesen. Ja. Wir haben es ja gelesen, dass ich ihm gelegentlich schon den Rücktritt nahegelegt habe. Er hört nicht auf Sie, ne? Nein. Ich befürchte sogar, er wird wieder Innenminister. Nein, wie er diese NSE-Affäre verharmlost hat und für beendet erklärt hat. Wie er jetzt auch noch die LKW-Mautstellen zur Personenerfassung und Fahndung benutzen wollte. Also da muss ich sagen, und er hat ja das super Grundrecht Sicherheit erfunden. Ja, das ist gar nicht gibt's gar nicht. Ja, es gibt es keine Rangfolge der Grundrechte. Ja. Dass die Sicherheit dann erst der Schädel steht. Also der Mann ist mir verdächtig. Ich glaube, er ist keine gute Besetzung im Amt. Aber das ist ja kein Grund, dass er nicht wiederkommt. Wieso kann so einer dauernd so Zeug sagen? Ist das so, dass man sagt, ach ja, der Fritz sagt was und... Ich kann mir vorstellen, er würde vielleicht lieber was Netteres machen und glaubt, er müsse das so sagen. Aha. Es gibt ja so Posten, so wie ein CSU-Generalsekretär. Der muss ja auch immer poltern und schimpfen, obwohl er vielleicht ein netter Mann ist. Kommt das vielleicht aus ihm so raus und er merkt es gar nicht, oder? So Zeug. Hat die Merkel Berater? Ja, klar. Würden Sie die beraten? Frau Merkel? Frau Merkel? Ja, da würde ich das Problem nicht stellen, denn Frau Merkel würde von mir nicht beraten werden wollen. Sie kennt mich ja. Und, sie ist prinzipiell misstrauisch. Ja? Sie macht das alles, wie soll man sagen, in-house. Ja? Sie möchte niemand von außen holen, weil sie dann an der Loyalität zweifeln würde. Ja, sie will Leute um sich haben, die ihr total loyal gegenüber sind, die ihr ergeben sind. Das ist ja auch in Ordnung, oder? Also man kann sie ja nicht befeinden. Aber sie misstraut ja auch Journalisten beispielsweise. Aha. Deswegen macht sie ja auch so selten Pressekonferenzen. Das heißt, sie wünscht keine andere Meinung als für eine schöne gepflegte Dialektik? Nein, das nicht. Nein, schon Widerspruch. Ja. Aber eben den Widerspruch von Leuten, die dennoch von ihr abhängig sind. In Ihrem aktuellen Blog www.sprengsatz.de, jetzt habe ich es noch mal gesagt, gell? Ja, ganz oben auf der NSE-Liste wegen dieses Namens. Ja, eben. Ne? In die USA müssen Sie nicht mehr einreisen, gell? Da schreiben Sie, Frau Merkel betreibt eine Entmündigung der Medien und die Medien sind auch so blöd und lassen sich entmündigen. So ist es. Da gibt es Applaus. Im Grunde kann man sagen, weil sie ja eigentlich mit keinem mehr spricht und nur noch so Sätzle absetzt. Ja, Frau Merkel ist abgetaucht seit Wochen, was ich ja zum Teil verstehe, weil sie die Koalitionsverhandlungen ja schlecht jetzt durch Äußerungen vorwegnehmen kann, das Ergebnis. Aber auf der anderen Seite beobachte ich bei ihr schon lange, sie möchte,
halt die Deutungshoheit, wie man das so schön nennt, über ihre eigene Politik behalten und immer mehr kontrollieren. Deswegen gibt es immer mehr Statements, bei denen Nachfragen verboten sind. Ihr Sprecher geht mit genau abgestimmten, mit ihr abgestimmten Erklärungen vor die Presse. Sie hat ihren wöchentlichen Videopodcast zu einem Propagandainstrument der Bundesregierung, was ich eine Schande finde, dass das in öffentlich-rechtlichen Sendern oder in Zeitungen überhaupt zitiert wird. Dürfte es bei uns auch in meinem ZDF? In Ihrem ZDF. Oh, den haue ich auf die Finger. Ja. So, und sie macht immer weniger Pressekonferenzen, also gut wie keine und keine Interviews. Das heißt, der kritische Dialog mit den Journalisten, mit ihr, der findet kaum noch statt. Und wenn er mal stattfindet, ist die Frage, ob es immer kritische Journalisten sind. Ja. So. Und das stört mich, ja klar. Sie sind ja gern angeeckt. Ich meine, Sie haben ja wirklich Kompliment. Helmut Kohl hat Sie damals aus dem Amt gemobbt. Als Chefredakteur von Bild am Sonntag im Verbund mit Friedel Springer, ne? Nee, kann man so sagen? Verbund mit Leo Kirch. Im Verbund mit Leo Kirch. Und seitdem sind Sie freischaffender Journalist. Ich wollte Sie mal fragen, ich habe mir gedacht, weil Sie so wirklich so ein langjähriger, erfahrener Journalist sind, es haben sich doch viele über den Bischof aufgeregt, dass er erster Klasse geflogen ist. Dann, dass er es nicht gesagt hat, aber erst mal, dass er überhaupt erste Klasse fliegt. Und was lese ich neulich? ThyssenKrupp hat vor einiger Zeit 4, 5, 6 Superspitzenwirtschaftsjournalisten luxusmäßig nach Südafrika eingeladen. Privatjet bis Düsseldorf, dann Kapstadt, dann 5-Sterne-Hotel, Freizeitprogramm, Wert der Reise 15.000, 20.000 Euro. Und anschließend erschienen, weil ThyssenKrupp Probleme hatte, lauter freundliche Berichte in sehr führenden Zeitungen. Das ist doch auch Korruption. Ja, klar. Wie schlimm ist die Korruption im Journalismus? Ach, ich glaube, nicht mehr so schlimm. Also es gibt zwei korruptionsanfällige Bereiche im Journalismus. Das war schon immer so. Das sind Gesundheitsjournalisten und Autojournalisten. Ja. Ist es überhaupt noch Journalismus, Autojournalismus oder ist es? Doch, ist schon Journalismus. Ja, aber wenn ich hatte ja selbst, ich war ja verantwortlich für das Goldene Lenkrad. Als Chefredakteur der Bild am Sonntag habe ich das ja verliehen und hatte einen hervorragenden Autoredakteur, der das sehr kritisch mit einer unabhängigen Jury gemacht hat. Also da habe ich keine Sorgen. Ich hatte umgekehrt mal einen Medizinredakteur. Da habe ich den Verdacht gehabt, dass der korrupt ist. Und dann habe ich immer, wenn der dann abends schon weg war, Samstagabend, immer alle Produktnamen rausgestrichen aus den Texten. Und dann ist das so gedruckt worden. Das habe ich 3 Wochen gemacht und dann war Ruhe im Karton. Wie mächtig ist die PR-Industrie? Es ist eine milliardenschwere Industrie. Und ich habe mal gelesen, bis zu 40% von allem, was in der Zeitung steht, sind eigentlich heimliche PR-Artikel. Und die Redakteure haben es nicht gecheckt oder wollten es nicht kapieren. Müssten wir viel misstrauischer sein bei dem, was man so liest? Also ich finde die 40% zu hoch gegriffen. Es hängt auch vom Zeitschriftentyp ab. Es gibt ja Zeitschriften mit einem ganz schmalen Budget und die ein anderes Presseverständnis haben als die Süddeutsche oder so. Ja. Also ich würde die Zahl nicht so hoch setzen. Aber natürlich gibt es das, ja, dass Leute versuchen, da PR-Artikel reinzuschmuggeln oder es gibt Journalisten, die dann transportieren. Also natürlich gibt es im Journalismus genauso schwarze Schafe wie im Bundestag. Wird es genügend thematisiert? Ja gut, es gibt nicht so viel. Es gibt da, wie soll man sagen, es fehlen so richtig die Journalisten, die die Journalisten kritisieren. Die gibt es nicht so stark. Das wäre mal eine Geschäftsidee, oder? Ja, es gibt ja die Medienseiten einiger Zeitungen, leider werden immer mehr davon eingestellt und auch die anderen Medienseiten stellen meistens irgendwelche Wild-West-Filme von Sat.1 vor oder sonst was. Das heißt, da fehlt was, da kann man mehr dran tun. Jetzt wird ja viel Einfluss genommen über Bilder und Manipulation. Man kann ja mit einem Bild viel besser manipulieren als mit 1000 Zeilen. Und ich möchte Ihnen mal ein paar Bilder zeichnen, die Sie beurteilen sollen. Ja. Erstes Bild, Papst Franziskus mit dem R4. Ja. Ja. Große Sympathie, der R4 ist weiß, der Papst ist weiß, die anderen sind dunkel gekleidet. Man diskutiert wahrscheinlich, weil das Auto nicht anspringt. Ist das jetzt eine inszenierte Wirklichkeit vom Papst, unterstützenswert, aber inszeniert, oder glauben Sie da an den Schnappschuss? Also, ich traue dem Papst zu, dass er da vielleicht das ein bisschen inszeniert hat. Aber ich sehe keinen Widerspruch zwischen der Persönlichkeit und dieser Inszenierung. Insofern ist es in Ordnung. Ist in Ordnung, weil es ist eine Aussage. Aber ja, man könnte ja auch anders eine andere Aussage treffen. Machen wir mal nächstes Bild, passt auch schön, schon etwas älter. Ja, berühmte Inszenierung. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Was wollte er damit? War von dem bewusst so inszeniert, ne? Ja gut, die Journalisten, die Fotografen haben ihn dazu gedrängt, aber wer so doof ist, das zu machen? Schon damals habe ich gesagt und auch geschrieben in meinem Blog, dieses Bild wird ihn im Laufe seiner Karriere wieder einholen und so war es. Also wer sich so fotografieren lässt, muss eben die Bilder auch ertragen, wenn es abwärts geht. Dann nächstes Bild. Dietmar Barths kleiner Freund, bester Freund.
Das macht er doch auch mit Absicht, dass er sich da wie so Comicfigur da ablichten lässt, oder? Na ja gut, der ist doch, glaube ich, Fallschirmjäger mal gewesen. Ja, aber so, da war er ja mit der Brille. Will er da männlich wirken oder was beabsichtigt er damit? Ich habe keine Ahnung, was er beabsichtigt, aber ich weiß nur, dass er, ich kenne ihn mehr so aus Talkshows, wo er immer versucht, Talkshows zu besetzen. Sieht die ja wie eine Hausbesetzung. Habe ich gelesen bei Ihren Anekdoten. Und er bringt immer die Frau mit, die immer klatschen muss, wenn er was sagt. Zwei Referenten, die klatschen immer dann, wenn er was sagt. Ja. Und die Frau war immer dabei und hat immer geklatscht, wenn er was gesagt hat. Also ich weiß nicht, was er beabsichtigt, aber ich nehme an, er hat vielleicht ein Männlichkeitsproblem oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Naja, man soll jetzt ja auf den nicht mehr rumtrampeln. So, obwohl, noch ist am Abend. Nächstes Bild, haben wir da noch was? Ja, genau. Ja, bin ich ja froh, dass der Hund da sitzt. Wer hat das jetzt inszeniert? Ich bin sehr froh, dass der Hund da sitzt und nicht ein anderer Teilnehmer. Hat Putin inszeniert oder die Merkel oder der Hund? Also ich glaube, Sie hat ja Angst vor Hunden. Ja, Putin wollte Merkel ein bisschen Angst machen. Wenn es jetzt ein Labrador wäre, wäre das, glaube ich, nicht so schlimm. Es könnte auch ein Rottweiler sein. Ich kenne das nicht genau. Das wäre schon ärgerlicher. Also, das war übel, würde ich sagen. Ja. Das war übel. Gemeinheit, ja? Ja. Weil man weiß, sie hat Angst vor Hunden und der nutzt es aus. Das ist ja kein Kuscheltier. Und dann wird dieses Bild auch noch veröffentlicht. Inszenierung, Putin, Bildzeichen. Das ist nicht mehr der russische Bär, sondern der russische Hund. Der Köter. So. Haben wir noch ein Bild? Ich weiß es nicht. Genau, ja. Oh. Echt? Inszeniert oder echt? Inszeniert, aber vielleicht auch eine Übersprungshandlung. Ja. Vor allem weiß man ja gar nicht, wo die andere Hand ist. Ne? Herr Spreng, ist alles nicht so inszeniert. Sie sagen, haben ja mal gesagt, Politiker kann man nicht inszenieren, es muss Substanz da sein. Ja, man kann es versuchen, aber dann durchschauen die Wähler das. Also bekanntermaßen sind die meisten Wähler klüger, als die Politiker denken. Also insofern haben auch solche Inszenierungen kurze Beine. Ja. Eine Abschlussfrage noch. Sie haben sich mal mit Marken beschäftigt und haben Politiker als Marken eingeteilt und haben gesagt, der Bartsch, haben gesagt, er wäre zum Beispiel eine Marke, ne, der Bartsch von der Linken. Und auch Kubicki ist eine Marke. Was würden Sie mir zu meiner Markenbildung empfehlen? Also ich muss eins sagen, Sie sind überhaupt eine ideale Marke. Ja. Also ich würde Sie gern beraten, wenn Sie in die Politik gehen wollten. Allerdings nicht Herrn Barwasser, sondern Herrn Pelzig. Ja. Sie sind unverwechselbar. Sie haben eine unverwechselbare Kennzeichen. Ja. Sie sprechen einen sympathischen Dialekt. Sie sind eloquent. Das hat noch nie einer gesagt. Herr Nebel, Herr Spreng. Ich sehe ein Problem, ich sehe ein Problem. Sie müssen nichts mehr sagen. Wenn ich Sie in den Bundestag kriege, muss ich erst noch mal klären, ob die Hausordnung den Hut erlaubt. Aber wenn Frau Nahles da singen darf, dann dürfen Sie da auch einen Hut tragen. Ja, also ohne Hut bin ich ja quasi nackig. Ne? Ja, dann fehlt ja das Markenzeichen. Dann ist ja die Marke beschädigt. Ja, aber ich würde, glaube ich, auch nicht in die Politik gehen wollen. Würden Sie in die Politik gehen wollen? Nein. Sie waren, Sie haben mal die Junge Union sowas gegründet, aber ich waren gegründet, immer da war ich mal. Ja, da war haben ich gesagt, mal. Ein Journalist sollte nie in einer Partei sein. Ja, ich bin, als ich dann schon Redakteur wurde, bin ich ausgetreten. Aber ich bin auch ausgetreten, weil ich den Alfred Recker damals in Hessen nicht mehr ertragen habe. Herr Spreng, täten Sie mal wiederkommen? Ja, es war mir ein Vergnügen. Meine Frau hat gesagt, ich würde hier geschlachtet. Ist doch nichts passiert. Ihre Frau. Hat die den Ford Fiesta noch? Den Sie beim Kölner Presseball gewonnen hat? Nein, den haben wir 3 Tage später an einen Inder verkauft, der den nach Indien verschifft hat. Ach, sehen Sie. Da hat die Frau auf dem Presseball den Ford Fiesta und er war der Chefredakteur der Zeitung, ne? Ja, viel schlimmer war ja, dass der Verleger zu mir kam und sagte, ich müsste den zurückgeben, ja? Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich kann nicht einer mittellosen Hausfrau das Auto wegnehmen. Ja. Und dann verkäft einen Inder. Ja, da war er fort. Herr Spreng, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Sie kommen wieder. Ja, ja, war mir ein großes Michael Spreng, www.sprengsatz.de. So. Meine Damen und Herren. Und jetzt, meine Damen und Herren, habe ich eine Gästin. Mein letzter Gast ist eine Gästin, eine Frau, eine sehr sympathische Frau, wie ich schon sagte, eine Leihgabe der ARD. Sie ist eine Dogmaster-Kollegin und Entertainerin und vor allem eine Sängerin mit einer richtig rotzgeilen Stimme. Begrüßen Sie bitte Ina Müller.
Und ich war jetzt schon groß. Mich schon? Ja, bitte. So. Kommt super an, die Bohle, Mensch. Frau Müller, ja. Ja, ja, na, die, ich finde die, ich meine, ich weiß ja, in Ihrer Sendung, Frau Müller, Inas Nacht im NDR, da, Sie trinken ja wirklich Bier. Und ich habe gelesen, dass Sie am Ende meistens betrunken sind, bis zu 1,2 Promille gehen. War, glaube ich, das Höchste, ja. Ja. 1,2. Dann macht aber auch Sendung nicht mehr so viel Spaß. Weil ich muss ja doch noch erzählen, moderieren im weitesten Sinne, mich interessieren. Ja. Und das ist mit 1,2 Promille echt schwer, weil da will man ja eigentlich nur noch... Aber, so. Das ja, ist ja dann ab 1,2. Gibt es Gäste bei Ihnen, wo Sie sagen, das ertrage ich erst ab 1,2 Promille? Ja, so entstehen ja dann die 1,2. Sehr zum Wohle. Also. So, ja. Da echt Essig rein. Was? Da ist kein Essig drin. Ich muss sagen, alle Essig, Essig. Also, ich habe versucht, gerade ein Bier zu kriegen, aber Essig. Es gibt kein Bier. Es ist Spreit, ist, glaube ich, mit drin oder sowas. Ja. Und es ist, ich weiß die Farbe heute auch nicht. Der ich habe mich schon gewundert, weil unser Requisiteur, der Marco, spricht in der letzten Zeit so verdächtig oft von dieser Eigenurintherapie. aber ich glaube es jetzt nicht. Ich wollte nicht Urin sagen, deswegen habe ich dann Essig gesagt. Sie haben mal gesagt, jetzt sind Sie ja nüchtern, ne? Ja. Ja. Sie haben ja gesagt, in Anspielung auf Ihr Lebensalter, dass keiner will mehr Ihren Körper, alle wollen nur Karten für die Sendung. Ja. Bei, früher war passen, das anders. Passen bei Ihrer Sendung ja so nur 14 Zuschauer rein, da können Sie doch auch sagen, Karten nur über Körper. Also so mache ich schon, immer. Ehrlich gesagt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe das zwischendurch auch überlegt, aber mittlerweile sage ich einfach Auto reparieren gegen Karten und so. Das geht auch. Jetzt gibt es bei Ihrer Sendung eine Einladungsliste. Ich habe gelesen, es gibt zwei Listen. Ich muss böse Wörter jetzt sagen, ist aber, ich zitiere. Es gibt eine, bei den Gästeeinladungen eine Arschlochliste und eine Doppelarschlochliste. Auf welcher Liste stehe ich? Ehrlich gesagt werden Sie, Herr Pelzig, glaube ich, ein Problem, weil als Barwasser zu kommen, was willst haben du denn die nicht. Immer dauernd, wenn ich auf einen angesprochen bin, den ich gar nicht kenne. Ja, ich. Und als Pelzig zu kommen, ist, glaube ich, komisch in der Rolle, weil ich dann doch wieder auf private Fragen gehe und so weiter. Das ist, glaube ich, doof. Und die Arschlochliste, die gibt es in der Tat. Ja. Es waren aber mittlerweile einige Arschlöcher da von der Liste, weil ich überredet wurde. Namen. Nein. Und da muss ich sagen, es war ein bisschen ungerecht. Die hätten schon auf die normale To-Do-Liste gehört. Ja. Mhm. Also die waren dann hinterher, hat man gemerkt, die sind eigentlich ja, in nett. Ordnung und nett. Kennen Sie das nicht? Doch. Nach der Sendung, dass Sie manchmal denken, nein, oh Gott. Ich lade aber grundsätzlich eigentlich nur Leute ein, die ich entweder mag und wenn ich es dann vielleicht mal nicht mag, interessieren sie mich. Aber und mich interessieren oft Leute, die ich nicht mag, sogar mehr als die, wo ich mag. Weil ich finde, wenn zwei einer Meinung sind, ist oft einer zu viel. Ist langweilig. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Was ich. Heute hatte ich zwei, die ich mag und die mich interessieren. Also drei. drei. Ehrlich gesagt, ich wundere mich ja auch, dass Sie mich hierher holen. Warum? Weil ich so knallhartes Boulevard bin. Und ja, und? Nicht so spannend wie der Spreng zum Beispiel. Ach, der ist super, den muss ich auch unbedingt einladen. Ich bin immer froh, wenn ich überhaupt mal eine Frau da habe, wisst. Aber nein, 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 nein. Hör mal, das liegt doch nahe, dass wir zwei uns mal kennenlernen. Ne? Und ja. Ich könnte auch gar nicht in Ihre Sendung gehen, weil ich kann überhaupt nicht singen. Und Sie singen ja, Sie musizieren ja dann immer gern mit Ihren Gästen, ne? Ja, mittlerweile sage ich aber, wenn einer wirklich nicht singen kann, und früher war ich noch der Meinung, jeder kann singen. Jetzt weiß ich aber, nein, es kann nicht jeder singen. Deswegen können wir drüber reden, ob wir irgendwas anderes machen können. Ja. Bohle wettsaufen oder irgendwas. Haben Sie und mal, mach ich dann die Bohle. Haben Sie mal mit einem Gast, sind Sie mal mit einem Gast überhaupt nicht klargekommen? So richtig vom Anfang bis Ende? Ja, aber ich möchte das hier echt nicht sagen, weil ich glaube, wenn ich damit anfange, kommt keiner mehr. Ja, ja, nee, das dürfen wir nicht, das ist unprofessionell. Ja, ja. Aber gab es bei mir eigentlich noch nie. Aber ich. Na? Oh, oh, oh. Was? Ho, ho, ho. Wen, jetzt sag du, wen meinst du? Er protestiert. Wen meinst du? Mit wem bin ich nicht klargekommen? Dobrindt. Dobrindt. Jetzt wieder Dobrindt. Es war ein hervorragendes Gespräch. Ja. Wir haben uns besser. Also ich habe viel geredet und er hat zugehört. Ja.
Na, also ich fand es, Dobrindt würde ich auch einmal einladen, der wird jetzt Minister. Hm? Ja, Frau Müller, Sie sind ja dann oft respektlos, war mal einer beleidigt? Nein. Aber ich sehe die danach ja auch nicht wieder. Weißt du, vielleicht fährt einer beleidigt nach Hause, keine Ahnung. Aber glaube ich nicht. Was mich ja auch bewundere, dass Sie 4 Stunden lang in diesem kleinen Hamburger im Schellfischposten produzieren eine Sendung. Ja, wir machen zwischendurch Pausen, damit alle mal Pipi machen können und so weiter. Und wir müssen viel umbauen, weil die Musiken oft viel Technik brauchen. Und dadurch ergibt sich die Länge 4 nicht, knapp 3. Ja. Knapp 3 und eine Stunde ist es dann am Schluss. Meistens ist der Schluss immer lustiger als der Anfang. Ja. Ah ja, welchen Ding? Natürlich! Was denkst du? Ja, aber ihr wisst, ich würde da nie Alkohol reintun in die Bowle, weil ich denke, ich weiß doch nicht, ob vielleicht ein Gast ein Alkoholproblem hat, von dem ich nichts weiß. Ja. Und dann trinkt er bei mir und dann habe ich ein Leben zerstört. Ne? Und dann tun wir halt hier den Rotz verwirren, aber schmeckt nicht, aber ist sicher. Ne? Finde ich dann auch wieder besser. Und bei Ihnen kommt wahrscheinlich schon gar keiner, der ein Problem hat, weil er weiß, da wird Bier getrunken. Doch, ne? Ich weiß, dass wir schon mehrere da hatten, aber auch da nenne ich keinen Namen. Mhm. Und dann trinken die was anderes. Ja. Fühlen Sie sich unwohl? Ich mich hier? Jetzt hier? Nö, geht so. Es ist so hell. So hell, ich glaube, da unten ist Puscheliger. Ja. Wenn man jetzt doch, ich habe dann viel über Warum Sie gelesen. Warum fangen Sie das? Sind weil Sie ich verkrampft? Ich spüre ein gewisses Unwohlsein. Ja? Nein, mach locker. Mach locker. Oder bin ich Ihnen zu sehr auf der Bälle? Soll ich ein wenig weg? Oder? Ich möchte übrigens erzählen, dass ich immer Flugangst habe. Und jetzt hat mir Joko Winterscheid gesagt, man muss, wenn der Flieger wackelt, so machen die ganze Zeit. Ach, die sind es. Und dann geht das weg. Aha. Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Sie vielleicht? Warum hört die Flugangst auf, wenn man sich auf die Arme klopft? Ich habe das noch nicht. Ich habe keine Flugangst. Aber ich werde es mal, wenn mir einer sagt, er hat es, werde ich es bei ihm machen. Ja. Oder vielleicht kriegen Sie es dann, wenn Sie klopfen. Frau Müller, wenn man so prominent ist wie Sie, das sind Sie ja, ich habe so viele Interviews, man muss sich ja oft sehr privat, oder muss man sich so privat offenbaren? Ich weiß von Ihnen so viele sehr private Dinge, die ich eigentlich gar nicht wissen will. Ehrlich? Ja, also dass Sie Gelenkprobleme haben, dass Sie mit 18 Jahren den ersten Sex hatten, dass Sie Hospitalismus hatten als Kind, dass Sie beim Sex machen nicht die eigene Musik hören, Ich finde es zwar privat, aber ich finde es auch sehr unterhaltsam. Ich muss es leider sagen. Aber ich langweile mich in der Sendung, auch wenn ich nicht über so ein bisschen über private Sachen reden darf. Das ist, ich weiß immer nicht. Und dann kommen umgekehrt so Fragen, die ja fast unverschämt sind. Und die nehmen Sie dann auch ganz gelassen hin. Ne? Also sehr private Fragen. Nervt das mal irgendwann, wenn man immer auf das Thema Alter und Männer und Zeug... Also erstens frage ich selber auch sehr privat und dann kann ich mich nicht anstellen, wenn man mich fragt, ob ich meine Musik bei meinem Sex höre. Finde ich, ist es eine normale Frage, die würde ich auch in meiner Sendung jemanden so stellen. Und ich bin natürlich mit meinem Bühnenprogramm viel unterwegs und da bin ich auch sehr privat. Also es ist jetzt mir nicht neu. Ja. Es stimmt, wenn man ein Album rausbringt, gibt man sehr viele Interviews und da geht auch mir irgendwann der Stoff aus, weil mir nach dem dritten Interview meistens auch schon der Kopf in die Suppe fällt. Album, ich suche das neue Album, da ist es. Aber ich versuche immer wieder irgendwas zu finden und das ist dann leider meistens privat. Ja. Aber es stört mich jetzt gar nicht so. Aber jetzt wissen wir, dass Sie der Meinung sind, dass man beim Sex haben keine Musik hören sollte, beim Sex und beim Joggen keine Musik. Ich denke, das wollen Sie gar nicht wissen. Ich sag immer, Sex beim Joggen, das wär's. Ne? Aber, ja, und dann sind Sie furchtbar kritisiert worden, gemobbt worden, Shitstorm hoch 10, als Sie gesagt haben, Sie wollen keine Kinder, können damit nichts anfangen und es bringt Ihnen nichts. Und da gab es eine Welle der Bösartigkeit. Muss man sich als Frau denn, wenn man sagt, ich will keine Kinder, rechtfertigen? Also wenn ich sage, ich will keine Kinder, sagen immer alle, bellt sich gut, dass einer mit du nicht auch noch. Ne? Ja. Aber Sie wurden angegriffen in einer unschönen Weise. Wo? Vom Gesindel. Ja, das Interview war in einem FAZ-Interview und dann ging es aber, die Foristen, da ging es aber rund. Das lese ich dann gar nicht mehr. Also ich finde, diese Foren lesen, das darf man auch nicht machen. Dann gehe ich ja gar nicht mehr raus. Dann habe ich die Schere im Kopf, dann mag ich auch nicht mehr fragen und auch nicht mehr auftreten. Das Kinderproblem, nennen wir es mal an sich, habe ich ja kein Problem damit, das zu erzählen, dass für mich Kinder nie in Frage kamen. Ist das sehr privat? Nee, das finde ich jetzt wieder nicht so privat. Ich habe Sie jetzt ja auch gar nicht kritisieren wollen. Ich habe Sie gefragt, weil ich weiß ja auch, was mir dauernd gefragt wird. Und dass die natürlich, da könnte der Spreng viel dazu erzählen, was Sie wissen wollen. Und Bunte und Zeug und rauf und runter. Vielleicht brauche ich den Spreng mal als Berater. Ja, Herr Spreng, das ist eine Aufgabe.
Ja, für Sie. Der Bartsch ist übrigens auch ein Bauernkind wie Sie. Ne? Ja? Der ist auch, die Eltern waren auch Landwirte, ne? Agrochemischer Betrieb und Ihre Eltern ja auch Bauersleute. Ne? Ja. Er aber, glaube ich, nur ein Bruder, oder? Richtig. Ein Bruder und zwei Kinder, Linda und Robin, ne? Hey. Ja, ja. Was machen die? Wie bitte? Was machen die, was macht die Brut? Also die Tochter ist jetzt fast Juristin, ja. Also macht jetzt bald das zweite Staatsexamen und der Sohn studiert auch noch. Und sind die auch links? Ja. Ja. Aber nicht so arg. Frau Müller, ja. Ich bin ein Verehrer Ihrer Musik. Ja? Und sehr schöne neue Platte. Und, Sie halten das wirklich hoch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich habe es nicht verlangt. Ich halte nur Dinge hoch, die ich gut finde. Oh. Ja? Und das finde ich gut. Und jetzt, was glauben Sie? Was ist drin? Ja. Nein, sag's nicht. Der Titel von der CD ist 48, in Anspielung eben auf das Alter, dass es schöne Jahre sind. Wobei immer beim Mann, wenn es immer heißt, jetzt kommen die besten Jahre, dann heißt es immer, dann sind die guten eigentlich vorbei. Ja? Aber wissen Sie, wie schätzen Sie mich ein, was nicht auf der CD, sondern in Ihrem Öffre, in Ihrem Gesamtlebenswerk, was glauben Sie, ist mein absolutes Lieblingslied bei Ihnen? Marc. Marc? Wie geht das? Kenne ich nicht. Ich rechne noch immer in Mark um. Mark hätte mir heute die Tür aufgehalten. Nee, nee, ist nicht. Noch einmal. Noch einmal. Konnt man sich. Noch ein anderes Lied? Ja. Oh Gott, ich hätte jetzt nicht gedacht, Herr Pelzig, dass Sie sich überhaupt meine Musik anhören. Ja, ja, ja. Soll ich Ihnen sagen? Ja. Ja? Nein, ich sag's noch nicht. Wir hören's. Und. Ah. Oh. Das ist ein altes Lied. Ja. Das kann dauern jetzt. Brauchen Sie einen Text? Ich habe ihn ausgedruckt. Lass uns bitte, bitte beide romantisch sagen, vorne kann der Kerzenschein. Fahren wir mit der Vespa mitten in der Nacht zu den Gärten von Sanssouci. Und brechen dort ein, wie die. Und ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Komm, lass uns bitte, bitte beide romantisch sein. Lass uns bitte, bitte beide romantisch sein. Komm, volle Kanne, Kerzenschein. Was? Das ist toll. Ich hätte zum Beispiel. Schön, ja. Ah, so schön. Text Thomas Pigor, den kennen Sie ja auch. Der ist ein super Tipp, ein Tipp-Top-Tipp. Pigor und Eichhorn. Musik Ina Müller hat sie sehr begeistert, habe ich gerade gemerkt. Ja, na, aber ich meine, das ist ein älteres Split gewesen. Das war noch Queen Bee. Was ist denn? Ich suche irgendwas zu trinken, aber nicht das. Ich hätte noch Ingwer. Sie stehen doch so auf Ingwer. Oder Gummibärle. Wollen Sie ich Gummibärle? Finde, kennen Sie das, wenn man irgendwann den Fehler gemacht hat in seiner, ich sage mal, Bühnenanweisung, auch wenn man Radiopromo oder so macht, Ingwer reinzuschreiben und dann komme ich in die Radiostation und da liegt einfach nur eine Ingwerknolle da. Und ich frage mich, was mache ich jetzt hier in der Radiostation? Mein Kartoffelschälmesser rausziehen, Ingwer schälen und so weiter. Sie haben mal gesagt, Sie können eine Frau innerhalb von 2 Minuten scannen und dann wissen Sie, es ist Typ A, B oder C. Ja. Und was ist A, B, C? Es gibt so Frau-Frauen, es gibt Mann-Frauen und es gibt blöde Kühe. Blöde Kühe sind die, wo die Ampel sofort auf rot geht. Und man, das kann man sofort sehen. Ja. Da stimmt was nicht. Können Sie Männer auch scannen? Ja. Jetzt hat der Herr Spreng schon so viel Nettes über mich gesagt. Scann mich mal, Müller. Typ A, B, C, D oder F? Oder E? Hä? Ich kann das nicht so gut, wenn Sie da sitzen und ich das jetzt tue. Ach, dann ist es was Schlechtes. Gut. Dann brechen wir ab. Wir sind sowieso am Ende. Also ich verspreche Ihnen, ich komme nie in Ihre Sendung. Oh, aber danke. Ich höre weiter Ihre Musik. Das freut mich. Der Kompromiss. Ina Müller. Herr Pelzig.
Deutsch immer. Und das war's. Das war Belzig. Belzig. Heute unter anderem mit Dina Müller, Michael Spreng und Dietmar Bartsch. Die nächste Sendung sehen Sie, nächste Sendung am 3. Dezember um 22.45 Uhr im ZDF. Und dann habe ich zu Gast die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, den Manager Utz Klaassen und die mir höchst sympathische Fernsehlegende Hugo Egon Balder. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie aufrecht, gute Nacht.